Und damit ein herzlichstes Hallihallöchen und herzlich willkommen bei Arma 3 Ravage. Was ist Ravage? Ravage ist eine Mod für Arma 3 oder ein Szenario für Arma 3. Aber besser gesagt, einfach mal kurz aus dem Steam Workshop. Ravage ist a Survival Mod. Also sprich, Ravage ist eine Überlebensmod für Arma 3. Und sie bringt viele Sachen rein. Unter anderem gibt es Zombies, die reagieren auch auf Spieler und NPCs. Es gibt Basic Simulationsdinge, was man eben benötigt. Ein Dynamic Spawn für Zombies, für NPCs, für Furnitures, für Loot, Vehicles und Wrecks. Es ist der Wahnsinn. Ich habe mir es noch nicht angeguckt. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Und ich dachte mir, holy shit. Ich muss mir das anschauen. Das Besondere an dem ganzen Ding ist, man kann es im Singleplayer spielen. Man kann es aber auch im Multiplayer spielen. Im Dedicated oder im lokalen Host. Es ist total easy. Und ich möchte mir das mal anschauen. Ravage Mod Altes. Steam Workshop. Ich starte es einfach mal. Jetzt ist es erstmal ganz ruhig. Und was man noch dazu sagen. Oh. Ich hab's mir noch nicht angeschaut. Ich bin hier komplett clean drin jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Muss. Darf. Es ist Tag 1. Wir haben nichts. Health. Nutrition. Hydration. Drücken Sie H. Ravage. Press E to open your inventory. And check your status. Your health. Hydration. Ja. Okay, das haben wir ja gerade schon. Okay, alles klar. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall, wir sind eine Militäreinheit. Es ist hier nichts. Wohl einen Unfall. Ich weiß nicht, was wir tun können. Mann. Keine Karte. Irgendwas stimmt. Hier. Tja. Okay. Arbeiteranzug. Okay. Wir waren wohl. Oh, wir waren wohl gefangen. Was? Ich hab was gehört. Mittlere Maustaste in der Nähe. Okay, den kann man. Ah!
dich hin. Oh. Wo können wir hin? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir laufen einfach mal auf der Straße entlang. Vielleicht kommen wir irgendwo hin. Hier ist doch kein Haus, sondern da vorne. Ein Haus. Hallo? Ist hier jemand? Oh mein Gott. Hallo? Sir? Ma'am? Geht's Ihnen gut? Oh mein Gott. Sir? Was ist mit Ihnen? Geräusch. Hier habe ich nichts gefunden. Irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Fahrzeug finden unterwegs. Hallo? Ist hier jemand? Ein Kreuz. Hallo? Hallo? Nein, hier ist auch niemand. Bin ich nur? Wo bin ich? Wie komme ich in eine Stadt? Irgendwo hinkommen. Hier ist was. Oh mein Gott.
Wer ist das? Verloren. Hier wird geschossen. Gott. Wo ist der hin? Was ist passiert? Ja, was soll ich sagen? Wir sind auf einer Welt oder in einer Welt, die offensichtlich ziemlich kaputt ist. Und da. Dass mir das angezeigt bekommt, das, ich werde mal gucken, ob ich das ausschalten kann. Das war, ich bin gerade ein bisschen ins, in den Charakter versunken. Ich weiß halt jetzt nicht, was dieser Survivor mit mir macht. Ob dieser Survivor mich eben auch attackiert. Ich weiß nicht, woher die Schüsse kamen. Nicht direkt. Und ich weiß nicht, was mich dort erwarten würde bei den Schüssen. Was mich halt jetzt interessieren würde, ist, was ist mit dem Survivor? Okay. Wir müssen mal schnell auf den Berg hoch. Und ein paar Häuser. Hier ist eine Stadt. Okay, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung. Alter. Wow! Hallo, ich backe. Okay. Ja, gut, ich. Okay, jetzt. Oh nein. Ich muss auch da nochmal ein bisschen was einstellen. Hier zu meiner Verteidigung, ich kenne die Karte halt auch gar nicht. Altes habe ich ein einziges Mal angehabt. Das, was ich weiß, ist, dass wir hier, dass ich Crouchen zum Beispiel nicht da habe, wo ich es haben sollte. Ah, da, okay. Hier. Treffe ich den da? Okay, die fighten gerade miteinander halt. Ne, das ist ein Zombie. Okay. Ich habe jetzt einfach mal halt auch versucht, auf ihn drauf zu halten. Um einfach mal zu gucken, wie der reagiert. Von Infizierter. Der ist wohl weggekommen, kann es sein? Und was wir hier halt machen können,
ist, wir können looten, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe. Und ich glaube, dass wir das auch tun sollten. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist, in die Stadt zu gehen, aber ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt. Okay. Oh, langsam. Gehe jetzt einfach mal in die Stadt. Und dann schauen wir uns das Ganze erstmal an. Ich vermute mal, den ich versucht habe zu beschießen, der wird bestimmt hier irgendwo rumlaufen. Links wird hart gefightet. Oh, oh, hab ich jetzt gar nicht gehört. Taste können wir durchsuchen. Nichts. Die Tür zu. Bedrohliche Situation. Her. Vorne vielleicht. Infizierter. Was ist hier nur passiert? Das ist ein Fahrzeug. Ich muss mich aber erstmal ins Gebäude retten. Um nicht von überall beschossen damit ich von überall beschossen werden kann. Ich muss aber erstmal nicht kommen. Tür ist noch zu. Hier können wir durchsuchen. Was? Zu. Entschuldigung. Sorry. Oh. Was ist da jetzt? Ja, Survival-Tipps, trinken und so. Wird hart beschossen. Hart geschossen. Geschossen. Okay. Hier hat sich wohl jemand ein Camp aufgebaut. Ist einfach nichts drinnen. Einfach nichts. Darf doch nicht wahr sein.
Warte. Geschossen. Ah. Mist. Und das waren die. Sieht nicht gut aus für uns. Überhaupt nicht. Einen haben wir erwischt. Aber wo sind die anderen? Da waren aber noch welche. Das waren nicht die einzigsten. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein! Besuch. Hier ist ein Zombie. Ein Infizierter. Ich muss zu den Leichen. Ich muss schauen, was sie haben. Infiziert. Okay. Oh shit. Von hinten. Von wo? Ah! Mist. Alles klar. Okay. Mega geil. Also meine Freunde. Das ist... Das ist der Wahnsinn. Diese Modifikation ist wirklich der Wahnsinn. Und ich denke mal, ich muss selber noch ein bisschen reinkommen und ich will sie auf jeden Fall weiter testen. Wenn man nämlich steht, ist man natürlich logischerweise tot. Ganz klar, ja, ist ja bei DayZ nicht anders da. Da musst du wieder neu anfangen und so weiter. Und das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, die Folge mal zu schauen und das mal zu sehen. Ich werde auf jeden Fall das ein oder andere noch machen. Und es ist garantiert auch was für den Stream. Wir werden uns das Ganze auf jeden Fall mal noch weiter anschauen. Es gibt noch Supported Mods. Für diese Mod gibt es noch Supported Mods. Die werde ich mir auch mal einzeln anschauen, mal gucken, was das so ist und da werden wir mal schauen. Aber ich denke, wir werden erstmal mit Vanilla so starten, wie das jetzt ist, um einfach mal überhaupt reinzukommen und so. Ich glaube, das könnte mega interessant sein und ja, doch, ich denke schon, das könnte interessant werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bei Fragen irgendwie oder sowas, ja, schreibt es mir gerne in die Kommis, schreibt es mir gerne
Auch bei Twitter könnt ihr mich anschreiben, so ist es nicht. Oder wenn ihr gezielte Fragen zu dieser Mod zum Beispiel nochmal zusätzlich haben solltet, könnt ihr auch gerne in den Discord kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Discord-Link bei YouTube verlinkt ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Sollte es nicht der Fall sein, könnt ihr gerne in den Kommentaren nachfragen oder so. Oder am besten dann bei Twitter fragen. Oder eben, ihr könnt dann auch bei twitch.tv nightghost.de dort schauen. Da ist auch Link auf jeden Fall zu unserem Discord. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag jetzt noch und ich glaube, ich werde noch ein bisschen weiter üben. Bis zum nächsten Mal, euer Nighty. Tschüssi.